Lesung aus dem Buch Numeri. Der Herr sprach zu Mose: Sag zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse dein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Wort des lebendigen Gottes. Ich habe mich sehr gefreut, wie ich die Lesung gesehen habe, denn wie könnte es anders sein, als ein neues Jahr so zu beginnen. Zu beginnen mit einem Segen. Gott möchte sein Volk segnen. Und mir ist es da bewusst geworden, er braucht Menschen. Er braucht Menschen, die das tun, die das auch aussprechen. Er sagt ihnen genau, welche Worte sie verwenden sollen durch Mose. So sollt ihr die Israeliten segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. Und er hat es damals für die Israeliten gesagt. Aber er hat ein großes Volk, das ist die ganze Welt. Und für mich war dann so der Gedanke, was kann es Schöneres geben, als dass wir segnende Menschen sind. Segnende Menschen. Denn Gott wollte den Menschen, wollte haben, dass es den Menschen gut geht. Nicht nur der Mensch, sondern auch die Frucht des Feldes, der Friede in der Natur und der Friede unter den Menschen. Das sind Gaben des Segens. Und wenn wir solche Gaben verstreuen dürfen, wenn wir solche Gaben in die Welt hinaus streuen dürfen, dann habe ich einen festen Glauben, dann kann auch Friede werden. In der Welt, in der Natur und unter den Menschen. Menschen können nur segnen im Namen und in der Kraft Gottes. Und das wünsche ich uns heute, dass wir segnende Menschen